Hallo und herzlich willkommen bzw. willkommen zurück. Wir sind in einer kleinen Videoserie über Buchungen. Im letzten Video haben wir uns das Konto Verbindlichkeiten vorgenommen. In diesem Video nehmen wir uns das Konto Kasse vor. Das Konto Kasse ist ein Aktivbestandskonto, auch kein Erfolgskonto, ein Aktivbestandskonto. Das Konto Verbindlichkeiten ist ein Passivbestandskonto. Schauen Sie in das andere Video. Im Konto Kasse, in allen Aktivbestandskonten stehen Anfangsbestände und Zugänge im Soll und die Abgänge und der Endbestand im Haben. Schauen wir uns an, wie wir im Konto Kasse buchen. Wir verzichten auch hier wieder auf das Gegenkonto. Buchen nur die Vorgänge im Konto Kasse. Linke Seite soll, rechte Seite haben. Das Konto Kasse habe einen Anfangsbestand von 2.800 Euro, willkürlich gewählte Zahl. Barzahlung eines Kunden ist der Buchungssatz 1, ist ein Zugang auf dem Kassekonto, wird im Soll gebucht. Bezahlung an einen Lieferer ist ein Abgang auf dem Kassekonto. Wir buchen an Kasse, der Buchungssatz 2, Barzahlung an einen Lieferer 1.500 Euro. Zahlung für eine Zeitungsanzeige ist ebenfalls ein Abgang auf dem Kassekonto. Nehmen wir 500 Euro für die Zeitungsanzeige, ist der Buchungssatz 3. Dann die Privatentnahme. Buchungssatz 4, ebenfalls ein Abgang auf dem Kassekonto. 5, Abhebung von der Bank ist ein Zugang auf dem Kassekonto. Vom Bankkonto werden 1.000 Euro abgehoben und auf dem Kassekonto eingezahlt. Ist ein Zugang, steht im Soll auf dem Kassekonto. Zahlung für Löhne, Barzahlung, ist ein Abgang auf dem Kassekonto, 800 Euro für Löhne. Dann Zahlung für Briefmarken, ebenfalls ein Abgang auf dem Kassekonto, 100 Euro für Briefmarken, der Buchungssatz 7. Und dann Mieteinzahlungen. Unser Mieter zahlt an uns Miete 900 Euro, der Buchungssatz 8. Ist ein Zugang auf dem Kassekonto, da der Mieter bar bezahlt. Abgänge und Zugänge im Soll, Abgänge und der Endbestand im Haben. Das heißt, beim Kassekonto, wenn wir wieder auf die wertmäßig stärkere Seite schauen, muss die wertmäßig stärkere Seite immer die linke Seite sein. In dem Fall sind es 2.838.48. 5.700 Euro. Wir übertragen diese Summe auf die schwächere Seite und ziehen den Saldo. 5.700 minus das alles hier gibt einen Endbestand von 2.400 Euro. Endbestand auf dem Kassekonto. Die linke Seite muss größer sein als die rechte, weil ein negativer Kassenbestand nicht möglich ist. Und damit zwei Striche drunter haben wir das Konto Kasse schon wieder abgeschlossen. Das war es. Schauen Sie das andere Video, wo wir die Verbindlichkeiten buchen. Das ist dann ein Passivbestandskonto. Dies ist ja ein Aktivbestandskonto, das Konto Kasse, das wir hier betrachtet haben. Schauen Sie auch unter spaßleindenk-shop.de für meine Schnelllernhilfen und spaßleindenk.de für meine Seminare. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.